Willkommen bei der Hochzeit von Romy und Paul. Das sind die Schuhe der Braut, bevor sie zum Altar schreitet. Meine Pausenschuhe. Gott sei Dank gibt es die Pausenschuhe. Übrigens, heute haben wir fast 40 Grad und ich glaube, fast eine Tonne Mücken gebucht. Komparserie. Das Schlimmste am heutigen Tag sind eigentlich die Mücken. Die muss man auch emotional. Die Mücken und die Bremsen, die muss man emotional ertragen. Das nimmt man ja noch mit nach Hause. Ja. Wie ihr wahrscheinlich wisst, ich bin ja noch nicht so ganz lange dabei und ich bin jetzt schon bei der ersten Hochzeit dabei. Das finde ich so krass. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, weil das Set ist unfassbar schön. Wir sind an einem kleinen See. Wir geben uns hier heute auf dieser Wiese, von der ich geträumt habe, das Jawort. Wir haben perfektes Wetter. Viele von unseren Lieben sind auch gekommen. Also wir glauben, es wird ein wunderschönes Fest. Das wird es. Hochzeit ist einmal das Schöne, immer hochjauchzend, zum Tode getrübt. Und dann ist die so schnell vorbei. Und so. Und es ist mein erster Drehtag. Ja, ist krass. Also wir sind ja heute erst wieder da. Also es war ja heute da und gleich geht's so los, das ist schon Sturm halt. Ja. Normalerweise kennt man das ja, dass man erst nach einer bestimmten Episode halt das Ende, das Finale, das Happy End von einem Pärchen mitbekommt. Und das kriege ich jetzt direkt mit. Und dann auch noch von meiner Filmschwester. Darüber freue ich mich total. Ja, und ich hätte nicht gedacht irgendwie, dass es doch so romantisch ist und so emotional direkt am Set. Man sieht das ja immer nur im Fernsehen und ich habe ja auch schon so viele Hochzeiten und Stunden der Liebe gesehen. Aber jetzt dabei zu sein, ist wirklich was für mich was total Besonderes und etwas, was ich so emotional nicht erwartet habe. Die Stimmung ist angenehm gut. Solche Drehs sind nicht nur organisatorisch, sondern eben auch für die Schauspieler ein riesiger Aufwand. Eigentlich stehen wirklich alle Abteilungen im Zentrum. Requisite mit der Ausstattung, das Kostüm, die Maske. Also es ist ein Team, was wirklich daran arbeitet, dass wir so einen schönen Tag wie hier heute haben. So ist es. Es ist aufregend. Ich freue mich. Macht's mir nicht schwer. Da habt ihr es gehört, alle. Ja, macht's mir nicht schwer. Come dovrebbe essere secondo te la nostra vita? Noi per sempre innamorati, pronti per nuove esperienze e con tre figli. Tre? Tre. Danke. Thank you. Bye bye. Bye. Ciao. 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 Abschiede tun immer weh. Ich habe mir ganz oft in letzter Zeit gesagt, dieses Studio hier, das Set, das ist ein Puppenhaus, mein Spielzimmer. Ich bin Schauspielerin. Die Romy Erlinger ist geboren, ich habe sie gelebt und jetzt ist sie gestorben. Aber es ist eine Rolle. Und irgendwann wird eine andere Rolle geboren. Ja, heute war ein Highlight. Das war viel. Unsere Hochzeit war ein Highlight. Das war auch ein Highlight. Als du blind warst, das war ein Highlight. Toll. Die Hochzeiten generell, so aufwendige Drehs, sind immer. Und es ist auch ein Highlight, wenn man über irgendjemanden lachen muss, wenn man es einfach nie schafft, den Satz gerade rauszubringen, weil einfach der Mundwinkel von deinem Spielpartner da hochgeht und. Das sind Highlights, wenn man so richtig lachen muss. Ja, das stimmt. Die ersten Monate, glaube ich, oder die ersten Wochen auf jeden Fall, sind für einen Schauspieler immer sehr intensiv. Gerade mit den ersten Schauspielern, mit denen man zusammenarbeitet. Und das war halt bei mir die Desi. Und jetzt Tschüss zu sagen, ja, ist traurig. Und dann auch noch über diesen Weg. Das, ich glaube, das erwartet einfach keiner, dass sowas passiert. Dass so eine liebenswürdige Rolle einfach stirbt. Es tut weh, weil es einfach eine Verabschiedung ist und so ein Lebensabschnitt. Ich habe das Gefühl, manchmal habe ich hier am Set mehr Zeit verbracht als zu Hause. Was soll ich sagen? Stürmische Zeiten erlebt hier bei Sturm der Liebe.